Hallo liebe Leute, ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es um einen Traumrekorder. Ein Traumrekorder. Ja, wenn es sowas gäbe und der würde im Mediamarkt angeboten, dass man ihn einfach so mitnehmen kann. Und der könnte dann bewirken, dass man Träume, die man nachts hat, aufzeichnen könnte. Das wäre doch allerhand. Und stellt euch mal vor, dieser Traumrekorder hätte eine ganz einfache Form und ohne Schnickschnack. Und man bräuchte da nichts Großartiges für, sondern er sähe so aus. Ja, das ist der Traumrekorder, direkt aus dem Fachgeschäft. Man soll es nicht für möglich halten. Sieht aus wie ein ganz normaler Kopfhörer, ist es aber nicht. Man zieht ihn sich über beide Ohren, schläft selig und süß ein und dann nimmt er alles auf, was man so träumt. Und wenn man sich dann einen solchen Traumrekorder kauft, dann könnte man am anderen Tag sehen, was man so geträumt hat.
Ja, das war jetzt also der erste Test, der erste Einsatz des Traumrekorders. Es ist also geschehen. Hier hat der Traumrekorder einen Traum aufgezeichnet, anders wie ich dachte. Er ist auch fehlerhaft, Mensch. Ich muss ihn zurückbringen. Denn es sind ja gar keine richtigen Filme zu sehen gewesen. Also im Traum erlebt man ja nun einen Film sozusagen und erlebt die Dinge ja in echt. Es ist ja so, hier waren mehr Fotos zu sehen, aber sie waren irgendwie so traumhaft. Ja, ich muss es sagen, es hat sich gelohnt, die Anschaffung. Also ich würde mal sagen, wenn ich das Ding nicht umgetauscht kriege, dann soll es halt so mir dienen. Okay, liebe Leute, was der nächste Film ist, das weiß ich ja nicht, das kann ich nicht sagen. Aber vielleicht gibt es sogar einen neuen Teil von dieser Traumrekorder-Serie quasi oder das, was dann zur Serie wird. Oder was ganz anderes und Neues. Alles Liebe und Gute erstmal. Tschüss.